was Neues zu sagen. Ja, du wirst kein Damaging werden, aber es ist besser für dich, wenn ich mal sagen. Ich bin dann nur, ja. Okay, ich glaube, ich speichere mal langsam mal ab. Wird doch mal Zeit. Und 18 Stunden schon. Ich glaube, das werden auch noch mehr, wenn ich die ganzen Nebenmissionen mache. Es gibt noch viel zu tun. Vor dem Endboss mache ich nur ganze Nebenmissionen für euch alle, um zu komplettieren. Warte, hätte ich da Gleiter benutzen können? Ach nein, nein, selbst wenn ich das benutze, hätte es mir nichts gebracht, weil ich nicht hochkomme. Die Anzahl der herzlosen Helikoptern ist plötzlich zurückgegangen. Finde den Grund für das Sterben der Herzlosen heraus. Wieso? Das war besser. Ach nein, nein, die brauchen ja die Herzen. Ligra, okay. Also Zora werde jetzt glücklich sein damit, dass jetzt so viele, so wenige Herzlose sind, aber nein! Die Organisation braucht Herzen. Huch, wo sind die komischen Ballons hin? Oh, bist jetzt traurig. Vervollständige Herzlose. Vervollständige Herz. Was? Vervollständige? Wie vervollständigen? Also ich soll jetzt die Ursache suchen. Okay, geht klar. Geh rein, danke. Und kommt wieder Skeleton. Hier sind auch keine Ballons und keine Herzlosen. Dafür muss es eine Erklärung geben. Ah, diese Insektenherzlosen. Ein Herzloser. Tentakel. Das ist das Ding von vorhin. Und schwuppdiwupp. Du gehörst mir. Und runtergeschluckt. Was? Es frisst Herzlose? Schön erkannt. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele von denen. Bitte, ist es jetzt nicht die Mission, wo man kämpfen muss? Ach. Wartet. Okay. Wenn es mich angreift, dann muss ich blocken. Ich habe gesagt blocken, aber naja. Das war doch blocken, oder nicht? Ach so, nein. Das war blocken. Komm, greif mich an. Oder war es einfach nur mal angreifen? Ich weiß nicht mehr. Egal, ich greif an. Was mache ich da? Weiß ich wieder. Jetzt kommen die ganzen schlimmen Erinnerungen wieder hoch. Warte, wieso benutze ich nicht diese komischen Bälle hier? Die einfach hier rumstreuen. Sollten wir bestimmt auch. So, stirb mal. Sieht man da? Wieso extra kämpfen, wenn man doch auch die Dinger benutzen kann? Okay. Such erstmal Ton, die ganzen Monster kennen mich auch irgendwie teilweise. Es wird auch später eine Erklärung geben um dieses Monster. Ach. Dieses Ding da, was die alle hier rausgeholt. Also von wo die alle hierher kommen. Ja, stirbt mal eine Runde. Hallo, ich hab gesagt, stirbt mal eine Runde. Nix greifst du den hier an. So, jetzt du holst erstmal das hier. Damit wir uns verstehen, Kleiner. Ist ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Er nicht. Aber das wird ihn treffen. Okay, gibt's noch irgendwelche Teile, bitte? Anscheinend nicht. Dann musste ich ein bisschen an Magie greifen hier.
Nochmal. Und komm, weil das so schön war, Feuerer. Oder ja, Eisra. Egal, ich benutze kein Limitbrecher bei denen hier. Wie viel? Okay, mir fehlen nur 6 Schatztruhen. Was sind das für Dinger? Welches Wesen ernährt sie wohl von Herzlosen? Ein Kannibale. Das erklärt dann wohl, warum es immer weniger Herzlose gibt. Maus weg. Vielleicht sollte ich mal sehen, was vor der Stadt passiert. Gute Idee. Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Okay. Ich weiß nur, dass es irgendwo da oben eine Truhe mal gab. Man musste von hier starten. Also von hier oben. Um an die Truhe da oben hier ranzukommen. Aber momentan gibt es keine Truhe da. Ja, an das kann ich mich noch erinnern. Ihr seht, mein Gedächtnis ist nicht schlecht. Okay, ich schwimme mal eine Runde. Okay, komm. Oh. Und was denkt ihr? Komm, Herzlose. Okay, ich habe mich gehört. Tut mir leid. Aber hier müssen welche kommen. Was mich irgendwie gerade verarschen? Es kommen einfach keine Herzlose. Okay. Aber jetzt. Wo diese drei kleinen Belger kommen. Weg hier! Warum? Ich hab dir doch gesagt, wir hätten das Ding nicht mitnehmen sollen. Ach so, woher sollte ich wissen, dass es wachsen würde? Wofür rennen die weg? Oh. 2, 3, 4. Und der ist noch ganz oben. Naja, eins nach dem anderen. Wieso ist der ganz oben, verdammte Scheiße? Okay. Halt mal Überblick schaffen. Überlage ist klar. Ich habe keine Kürbisse. Da muss ich mich nur auf Limitbrecher verlassen. Komm. Den hab ich. Ich habe irgendwo noch ein Wappen gesehen. Da oben ist der. An den komme ich noch locker ran. So. Okay. Ich wollte es nicht machen, aber du hast mich dazu gezwungen. Mich gerade irgendwie verarschen. So. Okay, ich bin noch nicht gestorben, da ist der letzte da oben. Okay, es hat geholfen.
geschafft. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss herausfinden, was da hinten ist. Ich weiß, dass ich früher solche Probleme bei diesen Viechern hatte. Ja, ich weiß, dass ich in einer kritischen Situation bin. Ja, chill mal eine Runde. Und ich habe das Wappen. Hier benutze ich gleich mal die Leiter da vorne. Neues Gebiet, neues Glück. Kommt hier nicht irgendwie ein wie heißt die Sorte von Gegner nochmal? So Säbel. Säbelzahn. Ach, wie kommen wir auf Säbelzahn, verdammte Scheiße? Okay. Wie heißt die Sorte nochmal von Gegnern? Ach, da kommt jetzt der Bosskampf. Oh nein. Hallo? Ich habe es gefürchtet. Wieso jetzt? Okay. Den Kampf werde ich sehr viel schneiden müssen. Also in mehreren Parts, glaube ich. Weil der Kampf ist kacke. Es gibt mehrere Gründe, warum er kacke ist. Aber erstmal die ganzen Truhen hier holen. Dass ich wenigstens das erledigt habe. Premium-Kugel, okay. Okay, ich weiß nicht, wo die letzte Truhe ist. Ich weiß nur, dass ich die Tentakel hier töten muss. Okay, komm. Das Beschissene ist, dass dieser Wichser auch da vorne angreift. Und ich das auch teilweise darauf achten muss. Zeige ich hier. Und dieser lila Nebel ist ein Gift für mich. Ich darf nicht zu nah an den. Okay. Okay, ich wäre jetzt gerade gestorben. Ich bin gerade was? Ich habe eine andere Idee. Ich versuche die einfach mal. Ach komm, ich versuche die einfach. Ich mache nicht die langsame Version. What the fuck? Okay. Ich muss schnell weg und dann auch schnell dahin. Was kommt jetzt? Achso, okay. Man sieht's. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ich versuche mein Bestes. Oh.
Du Wichser, du wolltest mich wieder schnappen. Ich hab eine Idee. Kann das klappen? Ein Gift, das mich schadet. Okay. Bleib einfach jetzt mal kurz hier. Ich mache immer die schnelle Methode. Ich weiß nicht, was ich für diesen Kampf hier 3 Parts gemacht habe. Und die waren auch lange und asynchron und alles mögliche mit den Parts. Die Natur dieses verfickten Monsters wissen. Ich wusste es. Okay, nochmal. Man hat es jetzt gesehen. Okay, nochmal. Okay, ich habe schon viel geschafft. Echt jetzt, Leute, ich habe viel geschafft. Mit dem Schritt habe ich schon viel geschafft. Ich habe schon viel Arbeit gemacht. Also weniger Arbeit für mich gemacht. Okay, komm, schieß wieder deine verfickten Dinger da. Schaffe ich das in einem Part noch, die Monster, das Monster hier meine ich? Na, naja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Kommst du raus? Nein, da schießt er seine Kugeln ab. Ich wusste es. Ich habe langsam seine Natur schon raus. Okay, ich habe den Wald. Dauert etwas länger. Okay, komm. Komm, guck mal, er muss einmal kurz rauskommen. Okay, dann hab ich den eigentlich schon. Kommt er nochmal raus? Okay, er hat einmal gewackelt. Okay, hat sich kurz gedreht. Ich weiß, Leute, der Kampf ist langatmig. Es ist wert, das zu machen. Ich bin nicht früher auf die Idee gekommen, als ich das alles mal hier durchgespielt habe. Wegen das hier. Man sieht's, Leute, man sieht's. Man sieht's. Ich habe mal einen Spaß hier. Ich war zu voreilig. Okay. Und eine bessere Idee. Wir sehen uns, wenn ich ihn wieder auf den gleichen Stand hatte wie davor. Okay. Ich habe jetzt geschafft, ihn sehr viel abzuziehen. Ich zeige euch die Methode. Aber ich glaube, ich habe die im letzten Part, also bevor ich das alles jetzt gemacht habe, ihn zu schwächen schon gezeigt. Also man sieht ja diese Bewegung, die er macht. Nachdem er das gemacht hat, greift ihn an und haut ab. Weil er kann dann normal angreifen. Nochmal angreifen. Und das Gas hier, was er auch sprüht, ihr dürft nicht da reingehen. Wenn doch, zieht euch Leben ab und das ist Kacke. Okay, jetzt greift er mit diesen komischen Kugeln an. Der müsste jetzt bald tot sein. Ich
darf jetzt nicht riskant werden. Und ich weiß jetzt nicht, warum meine Nase jetzt läuft. Okay, ich werde jetzt nicht riskant. So. Ich werde das jetzt nicht riskieren. Kein Limitbrecher zu machen. Ich habe ja schon gesehen, was passiert, wenn er mich einmal trifft. Und ich habe mein Leben schon verloren, also mein extra Leben. Deswegen werde ich das auch nicht riskieren. Nee. Okay, komm. Komm aus deinem Versteck raus. Dankeschön. Jetzt abhauen. Okay, gut. Okay, jetzt hat er nur einen Balken. Jetzt kommt er mit seinem Gas wieder an. Ich frage mich, ob ich das ihn treffen würde. Hab ich gerade richtig geguckt? Du willst mich doch gerade verarschen. Okay, komm wieder raus. Okay, jetzt. Jetzt wieder angreifen. Jetzt abhauen. Jetzt ein bisschen hier warten. Okay, jetzt abhauen, jetzt angreifen. Jetzt abhauen, wegen dem Gas. Okay, das Gas hat mich nicht getroffen, gut. Komm raus, okay. Er sieht aus, ob er mich treffen würde, aber anscheinend eher nicht. Okay, jetzt warte ich hier mal. Okay. Ich werde jetzt nicht übermütig. Eine andere Methode wäre, jeden einzelnen Tentakel zu töten, damit er ohnmächtig wird und dann angreifbar wird. Und das wäre die Methode, die ich beim letzten, also bevor ich habe ja davor das Spiel auch schon Let's Played gemacht habe. Und deswegen habe ich auch dafür drei Parts gebraucht. Jeweils 20 Minuten oder 15 Minuten, ich weiß nicht mehr. Die Methode ist am schnellsten, habe ich auch gerade so entdeckt. Ich frage mich, warum ich das nicht am Anfang gemacht habe, als ich das Let's Played habe. Glaube ich, da war ich noch ein bisschen unerfahren. Okay, komm. Komm ein bisschen raus. Jetzt kommt er mit dem Gas an. Wieso läuft jetzt meine Nase? Ich verstehe es nicht. War der Kampf hier so anstrengend oder was? Okay. Aber irgendwie komisch, dass dieser Tentakel mich jetzt nicht so trefft. Ich war gerade jetzt wieder übermütig. Okay, komm. Ach, fick dich, du verdammte Missgeburt. Okay, komm. Einmal kurz rausgucken. Man hat's gesehen. Okay, ich habe auch keine High Potions. Okay, ich werde jetzt nicht sterben. Das wäre jetzt irgendwie erbärmlich. Bei so wenig LP noch zu sterben. Ich werde auch nicht riskant. Nein. Ich werde jetzt nicht riskant. Und ich habe gewonnen. Verbämst du Missgeburt. Und er starb. Durch meine Hände, verdammte Scheiße. Ist ein gelungener Part. Echt jetzt, ein echt gut gelungener Part. Miss Nerfit, zurück zum Schloss. Und jetzt kommt Skellington. Sag ich doch. Nein, er hat zugeguckt. Anstatt mir zu helfen. Ein schwarzer Mantel. Dunkle, schaurige Tentakel. Ein Porno. Mit schwarzen Männern. Ja, ich hab's. Ein Porno muss dran. Ein gruseliger Porno. Ich verstehe. Mir fehlt eine Truhe. Ich weiß jetzt nicht, wo die Truhe jetzt ist. Ich habe jetzt alle Truhen geholt eigentlich. Okay, ich gehe mal jetzt mal da durch. Ich will mal wissen, wo ich da lande. Okay, da lande ich da. Kommst mal da hoch, danke schön.
Okay. Gehe jetzt wieder mal den Weg. Wo lande ich dann? So. Okay, also ist er diesen weiten Weg runtergesprungen oder was? Oder wie soll ich das jetzt interpretieren? Anscheinend müsste er das dann gemacht haben. Naja, komm. Boah, meine Nase läuft jetzt wieder, verdammte Scheiße, das regt mich jetzt auf. Hallo, kommst du mal? Dankeschön. Wo kann die letzte Truhe sein? Wenn ihr die irgendwie gesehen habt, schreibt das bitte zu den Kommentaren. Ich glaube, jetzt kommen wir nicht mehr hierher. Schade auch. Was soll man machen? Achso, die Truhe kann auch. Achso. Nee. Ich will jetzt noch nicht hierher. Ich glaube, ich weiß, wo die letzte Truhe ist. Hier drin. Wusste ich doch. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gerade verarscht. Ich spüre die Macht eines Roxas, der verwirrt ist. Bitte sei eine Truhe. Ablegen. Okay, jetzt haben wir alle Truhen, das ist gut. Aber wieso läuft meine Nase? So ein ekliges Monster. Egal, rest in peace. Ich habe die viel schwerer in Erinnerung. Weil da weiß ich jetzt schon, dass ich ein Noob war. Wenn ich da wirklich drei Parts gebraucht habe. Und ich habe meinen Limitbrecher bereit, wenn mich irgendein Wichser angreifen will. Da, das ist perfekt. Findest du nicht auch, Doktor? Hm, ja, das ist schon was. Ein dunkler Vorbote des Schreckens unter Qual. Roxas! Er taucht aus dem Nichts auf und aus den Händen wachsen schaurige schwarze Tentakel. Unter seinem Mantel versteckt er unzählige Bomben. So ein Unhold garantiert jeden gewaltigen Schreck ein. Ich wusste gar nicht, dass Roxas ein Terrorist ist. Al-Qaida, faszinierend, und das soll an Halloween die Hauptattraktion sein? Jawohl, die Idee ist mir erst vor kurzem gekommen. Du hast meine Unterstützung. Diesmal hast du dich richtig was einfallen lassen, Jack. Schön, dass es dir gefällt. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr davon zu bauen. Und wie nennst du es denn? Einfach Vogelscheuch oder wie? Ja, Roxas, guck dir deinen Zwillingsbruder an. So sieht es in Wirklichkeit aus. Soll das Ding etwa ich sein? Richtig. Richtig gedisst. Tja, ich sehe keine Ähnlichkeit. Ich schon. Und er lebte so lange weiter, bis irgendeiner von diesen drei Belgern getötet hat. Also die Strohpuppe da. Nach Hause. Ja. Und kommen jetzt die drei verfickten Belger. Ich wusste es. Süßes oder saures? Was? Kabams. In your face. Oh. Hahaha, reingelegt. Seid froh, dass ihr euer Arsch gerettet habt, ihr Wichser. So undankbarem. Egal. Schon wieder. Poh, die haben sich kein bisschen verändert. Ich glaube, da muss echt einer mal rankommen mit den harten Fäusten. Oder mit autoritärer Erziehung. Und wir haben ein Level Up. Gut so. Yay! Und so. Tag
300? Nein. 276. Unordnung. Surely, you must have known that this was going to happen. Why would I know? Because in your memory, you've been to a number of worlds before you came to this one. And of course, in those worlds, the only beings you met with the Dark Army. That's all that's left in your heart. The darkest memories. Your memories are long gone. Everyone. That's a lie. I remember everyone from the islands. They're my closest friends. And who threw away those friends? Maybe it's your own actions you've forgotten. It was you who destroyed your home. Who am I? What am I here for? Ich wusste nicht, ob ich dich nochmal wiedersehen würde. Es geht im nächsten Part weiter, Leute.